Der Kämpfer in der blauen Ecke ist 19 Jahre jung und 1,70 Meter groß. Er wog ein mit 70,56 Kilogramm. Seine Bilanz: ein Kampf, ein Sieg, ein Knockout. Aus Stuttgart, Anastasio Chatzi Giuliani. Und sein Gegner in der roten Ecke ist 21 Jahre jung und 1,78 Meter groß. Er wog ein mit 70,54 Kilogramm. Seine Bilanz: ein Kampf, ein Sieg, eine Submission. Aus Berlin, Emi Schaffi! So, und jetzt verspricht es, dynamisch zu werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Kampf hier eine richtige Wundertüte ist für alle Beteiligten, uns eingeschlossen. Ratasso, wie sie Chatzi Giuliani nennen bei sich im Gym, ist ein absolutes Talent, hat auch außerhalb des MMA-Sports viele Kampfsportturniere bestritten im Amateurbereich, Kickbox-Turniere, Grappling-Turniere, wird hier aber runtergenommen von Schaffeli und genau das ist dessen Stärke. Groundwork, Top-Control, Ground and Pound und Submissions. Genau das hat er beim letzten Mal auch gezeigt. Ja, die Stuttgarter eigentlich ja ziemlich gut am Boden. Deswegen sollte er sich hier zu verteidigen wissen, aber natürlich relativ schnell an dem Punkt, wo auch Schaffeli das Handeln wollte. Schaffeli hat ein bisschen Probleme damit, die Hooks hier reinzubekommen. Bekommt auch die ganze Zeit aus seiner Ecke gesagt, don't lose your hips. Also lass dich da, ich sag mal, grob übersetzt nicht runterwerfen. Man macht das jetzt auch schlau. Oftmals der Fehler ja, dass die Hüften zu weit oben sind dann. Dann kann man nach oben hin abgeschüttelt werden. Jetzt sind beide Hooks drin. Und das ist natürlich groß. Wir haben noch 3 Minuten 30 in der ersten Runde. Chatzi Giuliani hat es hier lang gemacht und haut da die Bomben rein von der Seite. Tasso versucht mitzuhauen. Das ist nicht die cleverste Strategie in dieser Position. Und wir sehen hier den Ansatz zum Rear Naked. Ja, war schon fast ein bisschen mutig, denn ich wäre da eher geblieben in der Position, die er hatte. Sehr viel mehr Druck hier, wenn der Gegner die Matte anguckt. Und jetzt ist hier eine klassische Grappling-Position hergestellt, auch wenn wir natürlich hier im Unterschied zum klassischen Grappling auch schlagen dürfen. Wir sehen hier ein bisschen was von dem Handschuh von Chatzi Giuliani, hat sich gelöst. Das wird mit Sicherheit gleich auch nochmal verändert, wenn die Dynamik des Kampfes es zulässt. Wird nochmal abgeschnitten. Sehr schlechter Einstand hier für den Stuttgarter. Ja, das hat er sich sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Schaffeli hat das technisch natürlich oder von der Strategie natürlich sehr, sehr clever gemacht. Sofort diesen Takedown gesucht, um gar nicht erst Gefahr zu laufen, von einer dieser Bomben des Stuttgarters getroffen zu werden. Und hat jetzt hier im Prinzip seit 2,5 Minuten durchgängig die Backmount. Ja, allerdings jetzt wieder einen Hook verloren. Jetzt wieder reinbekommen. Darf sich dann nicht am Cage festhalten. Das ist natürlich gefährlich. Und das könnte hier eng werden. Ist zwar nicht unterm Kinn, aber bekommt er hier den Grip richtig, dann kann das trotzdem ein Finish werden. Ja, bekommt das Schloss noch nicht so richtig zu. Ja, und Chatzi Giuliani macht das natürlich gut, kämpft hier gegen die obere Hand, nicht gegen die untere, aber auf dem Weg kann natürlich Schaffeli versuchen, weiter unter das Kinn zu kommen. Sehr, sehr dominante Performance bislang von Schaffeli, der keine Anstalten macht, hier auch nur einen Gang zurückzuschalten, bleibt hier weiter auf dem Rücken, attackiert konstant mit diesen kurzen Schlägen. Das sind alles keine wirklich harten Treffer, aber die beschäftigen Tasso natürlich die ganze Zeit. Oh, schöner Ellbogen nach hinten. Hat er mal kurz gezeigt, was er davon hält hier von der Runde, die bislang wahrscheinlich eine 10-8-Runde ist, wenn nicht viel passiert noch.
So, und jetzt muss er gucken. Und er freut sich, Chatzi Georgiadis. Er sagt, okay, jetzt bekommst du dein Fett. Und eine Minute noch zu kämpfen in dieser ersten Runde. Bin ich mal gespannt, was er jetzt hier auspackt. Trifft ihn da mit der Rechten. Muss aufpassen, dass er nicht zu viel will. Oh, wilder Schlagabtausch. Offenes Visier auf beiden Seiten. Und da ist der Takedown für dich. Also schön, dass beide hier bereit sind, auch nochmal dieses Tempo zu gehen. Auf der anderen Seite alarmierend aus der Sicht von Chatzi Georgiadis, dass er sofort wieder auf den Boden genommen werden kann. Und das ist natürlich gefährlich in dem Moment, wenn er wieder nach oben kommt und etwas machen möchte. So, jetzt steht er wieder, kann noch ein bisschen Schaden machen. Und es gab einen Stich ins Auge, oder was war da los? Mundschutz ist raus. Mundschutz ist raus, okay. Ja, Franz Schwertmann, der Referee, das muss man sagen, macht hier gestern und heute einen wirklich hervorragenden Job. Ist da in der Regel auf der Höhe der Dinge. Und wir sehen hier nochmal, zumindest für den kurzen Augenblick, den offenen Schlagabtausch zwischen beiden. Schaferi ist so ein kleiner Hitzkopf, habe ich das Gefühl. Denn er hat sich da für einen kurzen Moment auch drauf eingelassen, ja, auf dieses Geballere mit Tasso. Das sollte er nicht machen. Ich glaube, da wird er vielleicht nicht den Kürzeren ziehen, aber das Risiko ist zumindest da. Und mit diesen Takedowns ist er einfach viel dominanter, das haben wir gesehen. Na, also wenn er einen sicheren Weg zum Sieg sucht, dann sollte er genau diese Takedowns wählen. Ja. Die Frage ist, ob er das tut oder ob er nicht vielleicht auch sagt, hey, ich habe hier auch Bock, ein bisschen mitzuballern. Naja, er hat sich da so ein bisschen in Rage bringen lassen. Tasso ist aufgestanden, hat auf ihn gezeigt, gelacht, hat gesagt, so, jetzt geht's los, jetzt können wir knallen. Hat ihn auch ein, zwei Mal gut getroffen und da ist so ein bisschen das Temperament mit ihm durchgegangen. Das ist natürlich was, das machst du am Anfang deiner Karriere noch als Profi. Solche Fehler passieren dir später wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt die Frage, wie kann Tasso hier aufspielen? Hat er Angst vor dem Takedown oder kann er sich committen, was seine Schläge angeht, weil das braucht er natürlich hier. Er braucht jetzt eine gute zweite Runde, um nicht noch mehr unter Zugzwang zu geraten. Also die haben auf jeden Fall beide richtig Bock. Und sofort nach dem Touch Gloves gibt es da die Attacke von Tasso. Da geht er immer rein und steht relativ nah dran und genau das kann dann passieren. Xaferi clincht ab. Er greift da auch in den Cage, Xaferi, schon zum wiederholten Male. Er hat eben auch 10 cm weniger Reichweite, muss man sagen, Chatzi Georgiadis. Das heißt, er muss auch nah ran, wenn er diese Bomben schlagen will, zumal er auch relativ viele Haken schlägt. Ja. Also das Rausspucken des Mundschutzes oder das Verlieren des Mundschutzes ist nicht gut. Und es gibt ja auch nochmal eine klare Verwarnung. Komm, sag's, Andreas. Sag's. Nee, sei nicht. Das Phrasenschwein ist schon satt. Es gibt doch so schöne professionelle Mundschutze. Oh, schöner wieder linker Haken. Treffer von Tasso hier. Da reingeflogen. Das ist einfach unglaublich wild. Also ich sag's nochmal, Schaferi sollte sich ja nicht auf diesen Schlagabtausch, er sollte sich nicht auf diese Knallerei hier einlassen. Er braucht wieder einen Takedown. Er zieht hier im Stand einfach den Kürzeren. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, um hier Macho zu spielen. Und da hat er auf jeden Fall den falschen Gegenüber nicht ausgesucht. Definitiv. Den hier Marlon Lavey tätowiert auf dem Rücken von Tasso und der meint das ernst. Also entweder mit dem Schild oder darauf zurückkommen aus der Schlacht. Das ist das Motto der Spartiaten. Und dem folgt er hier. Wilder Schlagabtausch erneut. Und wieder wird er abgeklincht und hier schön rausgegangen. Hat sich jetzt eingestellt ein bisschen auf den Kampfstil von Schaferi. Selber auch einen unglaublich interessanten Stil. Also, ich meine, es gibt ja Striking und es gibt Striking, Alter. Und was das er hier macht, das ist wirklich Wanderlei Silva in seiner Prime. Ein Haken nach dem anderen geht da rein in diesen Firefight ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist natürlich eine Art und Weise, mit der du Fans gewinnst, ganz klar. Und es ist auch eine Art und Weise, mit der du Kämpfe vorzeitig beenden kannst. Also ja, oder eben so ein Mike Zambidis, an dem er sich bestimmt auch schon mal orientiert hat hier. Jetzt trifft der Xaferi ganz gut mit seinen langen Attacken. Tasso muss noch mal näher ran. Macht das gut, Head Control. Sucht nach dem Moment, in dem er explodieren kann. Und wieder raus aus dem Clinch.
Und ihr seid auch so ein bisschen auf der Seite von Tassos, wie ich hier lese im Chat. Naja, kein Wunder bei dem Kampfstil. Aber man muss sagen, Schaferi hat jetzt ein bisschen wieder an der Stellschraube gedreht, ja. Hat den Clinch initiiert, versucht es jetzt mit dem Takedown. Dem ist das wahrscheinlich durch. Auch ein bisschen zu bunt geworden, aber gute Defense. Von Schatzi Georgiadis, aber er sagt Scheiß auf den Mundschutz, aber so einfach ist es natürlich nicht und man muss aufpassen, weil wenn das Ding zu oft rausfällt, dann kann man tatsächlich auch mal einen Punkt abziehen, das ja. Habe ich tatsächlich auch schon erlebt in Kämpfen. Ja, und Schwertmann ermahnt ihn jetzt nochmal streng, ich glaube, das ist die letzte Ermahnung. Ich glaube auch und das ist wichtig, denn das unterbricht natürlich immer auch die Dynamik des Kampfes, wenn der Mundschutz raus ist. Und ja, Marc, als Profi braucht man auch einen Profi-Mundschutz und der fällt normalerweise nicht so einfach raus. Deswegen, das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich geben würde. Schöne Rechte, die da im Ziel ist. Und sofort versucht Schaferi wieder den Takedown. Das ist ja doch gesagt. Na klar. Ja, und die beiden machen da weiter, wo sie vor dieser Unterbrechung aufgehört haben. Also Tempo nonstop für mich hier bislang ganz klar. Fight of the night. Auf jeden Fall. Tassos kriegt einen Ellbogen und sagt, ja, okay, mach doch weiter. Hier stehe ich. Ein Actionfighter durch und durch. Und er hat ein schönes Gegenüber gefunden mit Schaferi. Der jetzt selber eine gute Rechte trifft. Und schön auch zum Körper trifft. Aber immer wieder sofort bestraft wird von Schatzi Georgiadis. Mal die zweite Runde, bitte. Wir haben noch 90 Wahnsinn. Sekunden knapp. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann darf man auch mal kurz ein bisschen Power rausnehmen. Das wird am Ende darauf hinauslaufen, wer die meisten Körner noch hat im dritten Durchgang. Ja. Das sage ich dir, wie es ist. Hier unten übrigens der Hinweis, Manny Pacquiao gegen Errol Spence Jr. Das Ganze seht ihr auch bei uns auf dem Kanal. Nicht im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft, sondern als Premium-Mitglied. Riesen-WM-Kracher in der Nacht auf den 22. August. Und angeschlagen hier, Schaferi hat geklingelt. Aber Feuer zurück. Noch eine rechte Trift von Georgiadis. Ja, und da geht er aber zu nah ran, Tassos. Warum geht er da so nah ran? Wird sofort abgeklincht. Hat er ja seinen Gegner quasi zu eingeladen, ihn abzuklinchen. Das ist auch noch ein bisschen Erfahrung. Wenn er da draußen geblieben wäre, noch so einen halben Schritt. Aber was für ein Kampf bislang jetzt hier. Die letzten 15 Sekunden einer sehr, sehr bewegten Runde, eines sehr, sehr bewegten Kampfes. Eine Runde. Haben, also im Chat zumindest scheinen die Zuschauer geschlossen hinter Schatzi Georgiadis zu stehen hier in der Halle. Haben wir ein anderes Bild. Oi! Da wird Schaferi abgefeiert. Eingesprungenes Knie und die zweite Runde ist vorüber. Alter, war das. Was war denn das für eine Runde? Wahnsinn. Ja, und für mich jetzt auch so ein bisschen eine Runde rot, eine Runde blau. Damit bleibt es in der dritten Runde komplett offen. Ich bin so gespannt, wer jetzt hier rauskommt und wer noch ballern kann. Weil das Ding hier macht bislang unglaublich viel Spaß. Wir sehen hier Takedown. Noch ein paar der Schläge. Ich glaube, die waren aus der ersten Runde. Und dann immer wieder diese Schlagabtäusche hier direkt am Anfang der zweiten Runde nach dem Shake Hands, ging's los. Gute Treffer auf beiden Seiten, die besseren Treffer für mich bei Tassos. Ja, mehr Treffer auch, würde ich sagen. Also Schaferi hat ein, zwei gute Hände gelandet und dann gab es sofort die Antwort, drei, vier Hände, die da ins Ziel kamen. Also Schatzi Georgiadis, der macht das hier auch einfach durch hohe Schlagfrequenz und überzeugt damit natürlich auch die Judges. Zwar trifft nicht jede Hand, aber er macht mehr, ist sehr aggressiv, er kommt nach vorne, stellt Schaferi hier immer wieder. Und ich kann es nicht erwarten, diese 5 Minuten jetzt hier zu sehen. Ich hoffe, das Ding geht über die Zeit. Was für ein unterhaltsamer Kampf. Bislang liefern die hier ab. Ich bin mal gespannt. Wenn ich in der Ecke von Schaferi gewesen wäre, hätte ich gesagt, versuch dir den Takedown zu holen. Ja,
Rechte. Da wackelt er. Es ist immer wieder diese Rechte, mit der Georgiadis durchkommt. Das ist sein Money Punch. Und Schaferi wirkt in diesem dritten Durchgang fast schon ein bisschen saftlos bislang. Schlägt da immer mal wieder aus Alibi ein, zwei Hände. Meist ins Leere, unvorbereiteter Takedown-Shoot. Aber ist zumindest im Clinch. Schatzi Georgiadis versucht es mit Ellbogen. Ja, kommt er auch zweimal ganz gut durch mit den Ellenbögen. Trotzdem muss er gucken, dass er noch den Weg nach draußen offen hält. Jetzt einmal raus explodieren. Zu seinem eigenen Links im Idealfall. Weil da ist der Weg da. Wieder ein schöner Ellbogen. Also obwohl er hier mit dem Rücken zum Zaun steht, macht er gerade den Schaden. Kann sich jetzt rausdrehen zu seinem eigenen Rechts. Wenn er noch genug Power hat, um dann den Wizard durchzuziehen. Vermeidet den Takedown und ist wieder in der Mitte des Oktagons, beziehungsweise des Cage-Kreises. Was für ein Kampf. Wieder die Rechte. Zafeli macht zwar noch Dinge, die sehen aber nicht mehr halb so gefährlich aus wie die von Tassos. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Alles so ein bisschen kraftloser, bisschen weniger explosiv. Während Schatzi Georgiadis hier immer noch genauso loslegt wie im ersten Durchgang. Bewegt sich auch noch schön seitlich. Jetzt fängt er an, hier Low-Kicks zu treten, aber da sind auch wieder die Boxkombinationen. Eine halbe Runde noch. Schöner linker Hack, die Konter von Schatzi Georgiadis. Absolut gut getimt. Steht da rechts vorne. Schaferi wird ein bisschen ratlos, so hat es ein Zuschauer, glaube ich, gerade genannt im Chat. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Das trifft es eigentlich ganz gut auf den Kopf. Ich muss sagen, der Kampf hier gefällt mir fast schon besser als der letzte von Schatzi Georgiadis. Ja, es muss nicht immer ein K.O. sein. Also so eine spektakuläre Schlacht über drei Runden, die hat natürlich auch was. Ganz klar. Und egal, wie dieser Kampf hier ausgeht, egal, wie diese beiden Kämpfer sich im weiteren Turnierverlauf schlagen, sollte Schaferi hier verlieren, ist er wahrscheinlich ohnehin raus. Also von den beiden würde ich mir irgendwann in der Zukunft auf jeden Fall mal einen Rückkampf angucken. Definitiv. Gutes Ding, auch wenn jetzt hier Tassos hinten raus ein bisschen Luft rausgenommen hat, ein bisschen Druck rausgenommen hat. Schaferi aber auch ideenlos. Versucht zwar zu stalken, geht hinterher. Ja, soll Tassos für den Weg abschneiden, bekommt Schaferi zugerufen aus der Ecke, aber ich glaube, dem fehlt schlicht die Kraft dazu. Ja, und immer wenn er zu nah kommt, dann kriegt er auch direkt zwei Fäuste eingeschenkt. Letzte Minute eines fantastischen Kampfes. Also er probiert es, Schaferi. Aber kann einfach mit Einzelaktionen hier nicht gefährlich werden. Die Takedowns funktionieren nicht mehr nach der zweiten Runde. Und seitdem hat der Stuttgarter hier die Nase vorne. Oh, nochmal. Einen guten Treffer im Ziel hier. Wunderschöne Takedown-Defense hier auch nochmal zum Ende der Runde. Das ist jetzt schon eine Prestigefrage. Hammerfist noch. Doch, was war das für ein Kampf? Unglaublicher Kampf hier. Was für eine Performance von beiden Kämpfern. Aber insbesondere von Anastasios Schatzi Georgiadis. DJ Fahrenberg hat es hier gerade geschrieben im Chat, der sagt, allein für den Fight haben sich die 5 Euro für die Basic-Mitgliedschaft schon gelohnt. Naja, und morgen haben wir noch eine komplette Veranstaltung. Heute gibt es auch noch mal 4 Kämpfe. Also ich würde sagen, das hat sich so oder so gelohnt. Vor allen Dingen das Timing,
immer wieder, auch als er müde war, hat Tassos hier getroffen. Guter Kampf, ich bin mal gespannt, ob die Punktrichter es ähnlich sehen wie Marc und ich, weil das ist natürlich mal eine ganz andere Geschichte. Kommentieren, auch auf den Bildschirm gucken können. Das können ja die Punktrichter gar nicht, die hier sitzen. Das heißt, die haben ihre eigene Perspektive, müssen für sich entscheiden, wer hat hier die Nase vorne. Mal sehen, ob sie alle das Gleiche sehen. Ich würde die erste Runde an die rote Ecke geben, an Emil Xaferi, und die zweite Runde und die dritte an Anastasios Tsatsi-Georgiadis. Aber wie Sie es gesehen haben, finden wir gleich raus. Marc Bergmann sitzt noch bei der Auszählung, ist jetzt auf dem Weg in den Cage und wird uns gleich verraten, wie es ausgegangen ist. Also liebe Kampfsportfreunde hier in der Halle unter Heimann TV-Schirm, bevor ich jetzt das Urteil verkünde, würde ich sagen, für diesen Fight gibt es erstmal einen riesen Applaus. Und nach drei Runden dieser wirklich unglaublichen Schlacht mussten die Punktrichter entscheiden und haben gewertet ein mehrheitliches Unentschieden. Interessante Entscheidung. Marc wird sich mal noch ein paar Meinungen abholen zu dieser Entscheidung. Ich bin mal gespannt, was die Kämpfer dazu sagen. Also ein Unentschieden ist natürlich ein Ergebnis, das keiner besonders gerne hat. Ich würde dich zuerst fragen, Tassos, du hast wahrscheinlich mit dem Sieg gerechnet, kann ich mir vorstellen. Ja, ich würde sagen, erste Runde klappt für meinen Gegner, aber zweite, dritte, komm, habe ich mehr. Aber okay, was die Punkterichter entscheiden. Da steckt man manchmal nicht drin, du nimmst es auf jeden Fall sportlich. Emil, kommst du mir bitte? We have to do this in English. Were you surprised by the judge's decision? If the judges think that's fair, so it's fair. Their decision. Well, first of all, it was a great fight, so don't get me wrong, but were you surprised by how strong your opponent was tonight? He was moving a lot. I tried to shoot sometimes, maybe it was not the good timing, or should do my takedowns shooting better, yeah. Hör zu, ich habe eine Sache, Tassos, bleib noch kurz hier bitte. Ich habe eine Sache gerade während des Kommentierens zu Andreas gesagt. Ich sage, egal wer das Ding hier gewinnt und wie das hier im weiteren Turnierverlauf mit euch beiden weitergeht, das hier ist ein Kampf, von dem ich sehr, sehr gerne einen Rückkampf sehen würde in der Zukunft. Und jetzt, wo wir hier einen Unentschieden haben, würde ich mal sagen, bietet sich das ja noch viel mehr an. Would you be up for a rematch in the future? Yeah, why not? Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auf jeden Fall dabei. Alles klar, also ich glaube, dann haben wir schon einen fetten Kampf für irgendwann im nächsten Jahr safe. Großen Applaus nochmal für diese beiden Kämpfer! Applaus